Jo, meine fliegt doch liebe Landratten und Rädchen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy zusammen mit dem Toni. Aloha, Mora. Ja, Aloha. Benimm beides. Benimm Ja, genau. beides. Passt schon. So. Ganz kurz zu gucken, ob das von da so alles passt hier vom OBS. Sieht aber super aus. Wunderbar. Oh. Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Im Treppenwerk Ich glaube, irgendwo. wir müssen zu. Ach ja, wir hatten Arthur irgendwas Plumley. eingesammelt. Genau. Genau. Ja, wir haben. Oh, Spiegel. Oh. Lumos. Irgendwo unten in der Halle mit einer Ja. Sphinx-Statue oder sowas. Die ist mir noch gar nicht begegnet, oder? Schon recht düster hier mittlerweile. Ja, es ist aber Nacht, siehst du ja draußen an den Fenstern. Unten, ja, unten Guck wahrscheinlich. noch einmal unten, ansonsten müssten wir, Ja, glaube ich, alles bei der gut. Tür Wir oben müssten eh mal auch. gucken. Also ich wäre eh dafür, dass wir noch ein bisschen im Schloss rumtigern an Stellen, die wir noch nicht waren, weil wir in der Krankenstation waren wir noch nicht. Wir waren nicht in der Eulerei und so weiter. Also es gibt bestimmt noch mehr Dinge, die da irgendwo versteckt sind. Und wir gerne mal. Ich glaube, draußen ist meistens nicht. Das ist ja. War nicht der Plummy hier? Ja, Oder ansonsten geben wir das zumindest Essen dessen ab. Weg? Ja. Ja, Und ich weiß, dasselbe eine kannst du Katze, aber wieder. auch die verzichte ich jetzt Die haben wir erstmal. schon zweimal gestreichelt, glaube ich. Zweimal, okay. Ja. Zählst du sogar schon mit? Oh, warte, da war eben, glaube ich, bei der Bank war, glaube ich, wieder in irgendeinem Blatt. Also zumindest da, hast du gesehen? Nee, schon Ja. weiter rechts. Da zwischen, neben dem Pflanztopf war eben was. Da war, habe ich irgendwann, hätte ich gemeint, hätte, nee, doch nicht. Aber da ist irgendwas im Strauch, siehst du das? Ja, hier fliegt ein Vogel? Nee, ne. Ah, okay. Nee, das ist eine Hecke, Ah, die eine Schere. Heckenschere, ja, weil es Heckenschere. dunkel ist. Okay. Ich hab's halt auch gesehen. Ich dachte aber, wieso bewegt sich das? Normalerweise fliegen die ja nicht weg. Ja. So. Oh, Piefs. Den gab's später gar nicht mehr, oder? Oder haben sie den in den Film einfach nur weggelassen oder in den Büchern reingebaut? Meine Erinnerung an die Bücher ist ein bisschen vage. Ich kenne jetzt auch die Filme relativ auswendig. Also, da bin ich mir unsicher. Aber erwähnt wurde er, glaube ich. Weil die anderen Geister haben sie auch. Die dicke Frau, den kopflosen Nick, fast kopflosen Nick. Den dicken Mönch. Nee, da unten war er. So, ah. Ah, hier. Weißt du schon mehr? Hallo Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Das ist auch kleine Kiste. Links in der Bild. Ja. Sag mal. Waren wir da auch schon? Was macht denn das Ding da hinten? Ist eine Katze und. Oder was Nein, meinst du? in dem Raum waren wir auch noch nicht. Fällt mir gerade auf. Das ist nur so ein. Da, wir haben schon mal über diese Wolke gewundert, das Ah, weiß ich. stimmt, richtig. Aber Das ist das aber, glaube ich, einfach nur stimmt. so eine Leseecke oder sowas. Ja, genau. Was waren wir da noch nicht? Weil Vielleicht ist ich da habe mal noch eine Frage: irgendwas. Ist das, was wir Ja. tragen, eigentlich wegen der Brosche da oben, ist das überhaupt für Herren? Ja. Das Okay. Plastron nennt sich. Das nennt Ach sich so, Plastron. ja, Entschuldigung, okay. Hast du auch öfters bei modernen Heiratsanzügen? Das ist halt einfach so ein, wie geschnürt wie so eine Krawatte, aber halt kurz. Nennt sich Plastron. Ich Okay. habe sowas auch schon mal getragen. Okay. Ja, also da kann mein Kleiderschrank nicht mithalten. Der besteht aus weißen und schwarzen T-Shirts. Ja. Ito. Ich habe einen Sakko, der ist jedes Mal, wenn irgendwas Großes ansteht, bin ich ja halt immer am Schwitzen, ob ich meine Sachen noch reinpasse.
Wo wurdest du denn, oder warst du bei deinem Run schon mal irgendwie im, wie heißt denn das jetzt? Medizintrakt, Nee, noch gar nicht. Krankenstation? Noch gar nicht. Ist jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so, wo der. Ja, wir haben ja noch ein paar Türmchen übrig und so ein paar Ecken, wo wir noch gar nicht waren. Wir waren in der großen Halle, waren wir einmal im Süd, waren wir schon im Südflügel? Nicht so, ja. Nee. Wollen wir nochmal hinten? Ja, Ja. doch. Ach, guck mal. Ich Genau. Ja, dann. würde den gerne markieren. Nee, können wir ja nicht, aber wir können zum anderen die beamen und gucken, wo wir da Doch, so hinlaufen können wir können. ihn markieren. Ja, wir dann laufen mal hin. Guck mal. Und Sind wir wenn du bestimmt noch was willst, können wir unterwegs. einfach, um es ein bisschen schneller zu machen, hier eine Schnellreise hinmachen. Und dann von da aus Müssen wir nicht laufen, einmal ja. ganz durchs Schloss Ja, gute zurück? Idee. Ich habe gestern übrigens Fantastische Tierwesen geguckt, Teil 3. Dumbledore's Secrets. Ja. Ja. Ja, also ein bisschen überall, also kreuz und quer. Aber übrigens, ich glaube, hier gibt es auch nur ein Rätsel. Weil, Oh, das ist mir Moment. nämlich auch. Ah ja, genau. Wenn du nämlich diese Türen, über die wir nicht durchgekommen sind, Die da guck vorne. mal auf das große Pendel. Da Ja. sind nämlich Symbole drauf. Ein Und Einhorn, die, ein, keine genau. Ahnung. Und dieselben Symbole sind auch auf diesen Türen. Da sind nämlich zwei, eine links, eine rechts, da müssen noch irgendwo andere Türen sein. Da ist das Pferd. Und genau. Und wenn du nach oben guckst, sind auch nochmal so, also da kann man irgendwie hoch. Und da sind nämlich so ganz, das sind noch mehr Kreise. Und ich glaube, die müssen wir irgendwie muss man das Pendel anhalten an bestimmten Ach Stellen und hier. dann öffnen sich diese Türen. Das können wir, glaube ich, noch nicht. Wir können das noch nicht festhalten. Okay. Das müssen wir uns mal merken. Kriegen wir bestimmt hin. Oh, warte, geht mal zurück. Und nach links. Also rechts jetzt von dir. Jetzt hinter dir. Ah. Nee, warte, nochmal zurück, bitte. Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest jetzt zu den Geistern, Genau. Nein, ja. nein. Jetzt die Treppe runter, rechts von dir. Und da ist irgendwas. Da ist wieder so ein Ding, was wir anzünden können. Incendio. Ah, perfekt. Und weg ist es. Juhu, nur 40 Seiten zu sammeln. Yay! Ist das hier eigentlich Oh, eine da ist auch eine Tür? Tür? Nee, hab ich. Nee, ach so, ich habe mich aber auch gedacht. Ja. Bilderrahmen hat es zu sehr angedeutet. Alter, Ja. hier voll die Hardcore-Musiker. Hier waren wir auch noch nicht. Ich muss Lumos. mal gucken. Ah, du wolltest ja mal gucken, ob die Leute sich die Augen verdecken, wenn sie mal leuchten lassen. Nee, doch nicht. Das wäre sehr cool gewesen. Noch eine Auswahl für Sie alle. Sie wurde komponiert lange bevor wir gemalt wurden. Ja, das ist sehr cool. Okay. Was haben wir hier denn? Treten? Eben auch noch. Huch! Wir haben wieder ein Geheimnis gefunden. Jetzt? Hier ist auf jeden Fall ein Trüchen. Trockenzieher, blau-grün. Oh, neuer Hand in Händel. Griff, ne? Oder? Ja, genau. Nee, das ist der Ausgang quasi wieder. Was haben wir da gefunden? Keine Ahnung, wo ist denn hier Tür? Moment. Huch. Okay. Aber das Okay. ist der Flur unter uns, wo wir eben waren, oder? Ja. Und das ist so. Da ist doch die Kröte in der Ecke, wo der Zauberstab jetzt leuchtet, oder? Ja, genau. Warte Und mal. Ich gehe mal. Hey, Tür, du sollst eigentlich offen bleiben, damit ich jetzt. Oder? Naja, nee, wenn wir schnell genug sind. Und. nicht schlecht. Die ist ja genau da Ah, oben. das sieht aus wie ein Fenster im ersten Moment, wenn man so rumrennt, wa? Akio. Auch nicht schlecht. Und die Augen. Jetzt was mal, wie man da hochkommt.
Ziemlich nice. So coole Details in dem Spiel, das finde ich echt genial. Vor allem der Architekt muss sich auch was gedacht haben. Ich baue da einen Raum hin, den man nur über einen geheimen Frosch betreten kann. Okay. Oh, mal Revideo. Ich glaube, hier gibt es auch wieder irgendwelche Sachen. Ah, hast du gehört? Irgendwas? Ja, hier beim Bild, glaube ich, oder? Ja. Ah, ja, genau. Alter, was machen die zwei da eigentlich? Das betrachten die aber nicht genauer. Barufio-Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauber Barufio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Hm. Das war dann auch sein letztes Mal. Ich glaube, so ein Büffel ist so schwer, der zerdrückt dir den Brustkorb. Oh Gott. Ja, ey, ne? Ey. Es heißt Leviosa und nicht Leviosa. Genau. Achtet auf eure Zaubersprüche, Freunde. Also wir sind hier noch nicht gewesen. Ich würde es gerne einfach mal kurz erkunden. Ja, genau. Weil der Wegweiser... Die Tür? Zeigt uns... Links? Was ist das denn? Oh, Kasse. Ja. Ja. Schluss 1. Mega Power-Trunk. Endlich mal auch hier eingefunden. Revelio. Ah, das ist diese Flohflamme? Ja. Aber die haben wir schon mal schon. Haben wir schon? Also waren wir doch schon mal hier? Ach, hier ist das Treppenhaus. Dann ich glaube, wir müssen hinten in der Treppe nochmal hoch dann. Ja, weil die. Ach ja, genau, guck, die Dings geht ja auch. Du weißt doch dahin. Wird denn diese Truhe hier noch angezeigt, obwohl ich sie gelootet habe? Naja, egal. Das ist, glaube ich, die letzte, die du benutzt hast, deswegen. So, weiter hoch, oder? Genau. Hier ist ein ganzes Stück weg. Aber die Punkte. Nee. Hier, ist das nicht der Gryffindor-Zugang, die Dame da hinten? Ja, genau, die dicke Dame. Aber da gibt es eine Seite auf jeden Fall, die habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Revelio. Was? Er ist da. Da schlafen sie weiter. Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Passwort! Achten Sie, ich kann jetzt ganz hoch singen. Wie sie das Glas auch noch selbst zerschmettern. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Eieiei. Also gemalte Bilder, die sich an Weinfässern. Kommen die dann auch runter zu unserem Hufflepuff-Eingang? Weil da standen da auch so riesige Fässer mit. Wahrscheinlich. Irgendwas Weimartigen. Ich finde es auch schön, wie unterschiedlich die Häuser hier in Hogwarts verteilt sind. So. Ja. Ich auch. Okay, also hier ist es nicht. Wo rufen diese Punkte jetzt hin? Noch weiter nach unten? Mach die Karte auf. Es kann sein, dass es unter uns ist. Vielleicht hätten wir irgendwo... Nee, wir müssen, glaube ich. Irgendwie erstmal nach unten und dann woanders hin und dann wieder nach dann oben. Ach, das ist ein anderer Anbau, ja, genau. Wir müssen einmal das Gebäude verlassen. Ach, das ist über dem. Drehen wir nach vorne. Die Krankenstation ist, glaube ich, oben in dem. Bei der Uhr. Das kann gut sein, ja. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück runter. Gucken wir mal. Machen wir hier unser Buch. Ja. Klaus Büchlein. Ja, stimmt richtig. Ja, ich dachte, die Pünktchen auf der Karte würden reichen, aber. Ja, hatte ich auch gedacht. Oh, was ist denn das da oben? Das ist hier so ein Hochziehding hier irgendwann, oder? Ja. Wollten wir das jetzt schon? Wird wahrscheinlich so eine Quest mit einer Karte oder so. Ja. Ah, hier waren wir, glaube ich, auch nicht. Nee, warte mal, hier ist aber falsch. Nee, doch. Oder? Die Punkte gehen doch jetzt völlig woanders. Gehen wir mal dem Ding nach, weil. Oh, lass mich ran. Durch die Tür darf ich nicht. Ja. Das ist Stufe 1. Sind wir vielleicht noch gar nicht in den Krankenflügel? Ist der vielleicht. Kann sein. So nach dem Motto, den stellen wir euch erst vor, wenn ihr
Einmal verletzt wurdet. Ja gut, gestorben sind wir auch schon ein paar Mal, also. Können ja mal gucken, wo es uns hinleitet. Ja, wieder da, wo wir gerade waren. Das ist ja, das war mich gerade so irritiert. Jetzt ist schon wieder Ende. Also hier endet es quasi. Aber die Spur geht ja weiter, deswegen. Also sobald, siehst du das hier auf der Karte? Die drehenden Punkte, die drehen halt einfach irgendwann. Faszinierend. Ist das hier vielleicht der Weg dahin? Nee. Na gut, dann lassen wir das mal sein mit dem Krankenflügel, weil ich glaube, da kommen wir einfach momentan noch nicht hin. Gut. Aber wir können ja mal, da haben wir schon alles. Dann nehmen wir doch mal Flügel des Glockenturms. Da haben wir noch Hof des Glockenturms. Da können wir doch mal hingehen. Genau. Da sind wir ja eh in der Nähe. Ja, so Semi-Nähe. Okay, da kommt ja nicht rein. Hallo Patrick. Hey. Das haben wir doch schon mal gesehen von ihm, oder? Ja. Oh Mann. Die Musik in dem Spiel auch richtig schön. Ja. Sehr passend komponiert. Wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Okay. Haben wir die also auch? Hier waren wir aber ironischerweise hier schon ein paar Mal durchgelaufen. Ja. Ah, und noch ein Powertrunk. Yay. Rebellion. Da ist eine Seite. Mhm. Bei den drei Glocken hier. Check. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige wunderschöne steile Berghämme. Ich hab schon gedacht, steile, na, was kommt jetzt? Die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus laut hören, werden sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Verblüfft und freuen sich wahrscheinlich jedes Mal, wenn es erklingt. Genau. Und da ist drin jetzt noch eine ganze Menge, aber da kommen wir halt nicht rein. Ja, ich habe gerade mal gespickt, also es muss, wir müssen in der Hauptquest weiter fortschreiten, dass wir die Quest für Alohomora kriegen. Mach da nochmal Dingsbums. Oh, ah. Ja, you're right. Here's something. Mhm. Kobold-Artefakt. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612, wer kennt die nicht, verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken. Oh Mann. Notproviant. Naja. Vermutlich, um es zu dämpfen. Na dann. Rebellion. Okay. Ah, da oben. Hast du es gesehen? Ja. Aha, perfekt. Also, hier standen wir nicht schon mal vor so einem Ding? Ja, ich glaube schon. Haben die nicht gelesen? Brandflecken. Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreich Bombarda gewirkt wurde. Wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt. Anwender nicht mehr zu identifizieren. Oh Gott. Also, ich weiß ja nicht. Die Zaubererwelt ist magisch, aber irgendwie auch. Dass die überhaupt überlebt haben, so viele Jahrhunderte, ist ein wahres Wort. Das sieht so ein bisschen aus wie
Bei Hiroshima gab es doch durch den Gamma-Blitz, sind doch auch Leute verbrannt worden und da hat man nur ihre Schatten gesehen. So ja, sieht es aus. Ironischerweise, ich habe an dasselbe gedacht, dachte mir aber, so ein Downer wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, dann habe ich gleich wieder was. Hier waren wir doch auch schon mal. Sicher? Aha. Dann haben wir aber Sachen übersehen. Wir waren in so ein. Nee. Okay. Ach, ja, erstmal einen anderen Zauber ausrüsten. Also dann war ich, glaube ich, schon mal hier. Ich bin nämlich auch ein bisschen rumgeschlichen. Wie niedrig das hier ist von der Deckenhöhe. Ja, ja. Wahrscheinlich in so einem kleinen Türmchen drin, deswegen. Ist aber eng hier. So. Was ist denn das hier? Der Froschchor, genau hier war ich. Oh, lol. Als ja, genau. Ob. Da hinten dran ist auch wieder so eine Buchseite. Also da kommt so ein Riesensaal, nachdem du dich vorher durch zwei ja, ja. kleine Nischengänge geschlichen hast hier. Mhm. Oh. Moment, hier ist irgendwo eine Seite. Da. Das andere, genau. Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Die diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Schon traurig, aber ich gebe es offen zu, ich glaube, die Frösche können besser singen als ich. Ja, wir versuchen es ja immer wieder mal. Stets bemüht, steht in meinem ja. Singzeugnis. Okay, aber hier geht's noch weiter rauf. Oh ja, irgendwo das ist glaube ich noch die Tür links. Da, hier. Hier hinter dir, also rechts. Meinst du die Treppe? Also, das sieht so aus, als wenn es da noch weiter hoch geht. Ja, das meinte ich ja, hier geht's noch weiter hoch, aber ich wollte nochmal gucken, da ist noch eine Tür. Mhm. Und können wir da durch? Dürfen wir da durch? Oh. Oh. Luki, waren wir auch noch nicht, glaube ich. Nee. Lumos. Und hier ist wieder so ein Ding, wo wir so einen Fliegeschlüssel für brauchen. Ja, müssen wir erst einen Schlüssel finden, der bleibt uns wahrscheinlich wieder irgendwo. Ah, wieder zu. Da müssen wir die Hauptstory weitermachen, dass wir da langsam irgendwann mal durchkommen. Ja. Frage ist, jetzt geht's hier wieder nach unten. Wollen wir erstmal die andere Treppe nach oben nehmen? Ja, würde ich erstmal sagen, ja. Wenn wir den Turm dann erreicht haben, dann können wir ja gerne mal mit der Hauptstory fortsetzen. Alter, das ist einfach nur. Das ist so geil. Das Türchen? Jetzt werden uns schon die Truhen verschlossen hier. Naja, hallo Humora. Hm. Oh, was ist denn? Eine Glocke? Ja. Probier mal. Ui. War gar nicht laut. Versuch, vielleicht müssen wir die nach oben bringen. Ich habe so einen Verdacht. Ja gut, fehlt uns dafür nicht ein Zauber, wo... Also ich... Nee, wenn du Nevioso festhältst und den gedrückt hältst, dann kann man das Ding wohl steuern. Erklär mir mal, welchen von beiden du mit gedrückt. Meinst du den Trigger? Den Nevioso. Ja, ja, aber meinst du den. Die B-Taste meinst du jetzt? Die B-Taste, genau. Und gedrückt halten. Ja. Kann halt die Kamera nicht drehen, so. Okay. Oder so maximal. Aber folgt mir das Ding jetzt nicht wirklich? Achso, nee, das ist, glaube ich, nur so, dass es antönen kann. Okay, ich habe gedacht, das wäre wieder in Rätsel. Aber kommt. Weil ich habe nämlich diverse Dinge gelesen, dass nämlich. Den Glockenturm nach oben. Aber hier sind doch die Glocken. Ja, es geht dann weiter hoch. Wir gucken einfach mal. Also dafür ist eine der anderen rausballern oder so? Nee. Oh, ich vermute mal hier. Genau. Weil ich habe nämlich gelesen, man kann nämlich. Das ist bestimmt wieder ein Rätsel. Oh, das klingt fast wie. Warte mal. Moment. Nein. Geh weg, Sound. Geh weg. Das klingt fast wie Big Ben. Ja, guck mal, von da unten noch mehr. Oh. Warte mal, hier fehlen dann 2 Glocken. Mhm. War gar nicht geschlossen. Das ist noch eine Tür. Warte, wo ist hier eine Tür? Links. Was ist das? Nee. Das ist nicht. Achso, nee, sieht so aus. Das ist so ein Fenster. Ich habe erst gedacht, es wäre eine Tür, weil das anders beleuchtet war. Okay. Weil wenn nämlich Levioso, da ist noch eine. Da ist die andere. Levioso gedrückt halt, dann wird es angeblich zu dem anderen Schwebezauber werden. Aber scheinbar können wir das noch nicht. Nee.
war ja da schon das Problem, als wir letztes Mal warst, ja, glaube ich. In diesem Grabfesting. Oh. 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 Oh, noch ein Frosch. Okay, bevor wir den Frosch nehmen und wieder ganz woanders landen, ich gucke mir. Ah, guck mal einmal an. Bücherschränke. Bücherschränke, wieder wunderbar. War cool. Oben ist aber so ziemlich. In dem Gelände. Oh, mal. Oh. Ist das mit Augen oder ist das ohne? Das ist ohne Augen. Ohne, ohne, ohne. Killgewand. Oh, jetzt können wir als Schotter rumlaufen. Aber ich habe ja schon mal das Ding hören. Welches Ding? Du meinst für ein Seitending? Ne, Ding. Ah, ich glaube, wir werden darüber teleportiert. Ja. Gucken wir mal. Genau. Ja. Ah, genau. Aber ist was. Muschel, metallisch. Auch nicht schlecht. Aber können wir da irgendwie wieder rein? Ich glaube, das hier keine Tür. Hat keine Tür oben, ne? Also man kommt quasi nur über den Froschkönig hier hin. Genau. Das ist auch eine coole Idee. Brock. Oh Mann. Okay. Ja gut. Dann müssen wir uns mal merken, dass wir die Glocken, wenn wir andere Sprüche haben. Weil irgendwann, also ich habe nämlich gelesen, wenn man die Taste länger gedrückt hält, verwandelt sich Levioso in den anderen Spruch mit Leviosa. Und dann kann man die Sachen transportieren angeblich. Okay. Nehmen wir heute oben durch die Tür durch. Genau. Ach, wir wollten den Hauptquest. No. Geht's nur nach unten, ne? Ja, moin. Das ist genial. Okay. Ist da vorhin ein Schloss hinter der Tür hinter uns? Das, da kommen wir nicht durch, Schloss da brauchen dran. Wir wieder Schloss. Ja, genau, genau, war ich mir nicht sicher. Na, okay. Gut. Was? Ich meine, am Ende des Tages sind Holztüren, wir können auch versuchen, sie abzufackeln, aber. Frage zu bezahlen. Mach hier nochmal Revelio, weil ich glaube, immer wenn so ein großer Schrank ist. Ding, hast du gehört? Irgendwo ist wieder irgendwas zum Ding. Unter uns wahrscheinlich. Da ist nur ein Brunnen. Den, weißt du, mit Feuer da. Ja, ja. Das ist nicht Brunnen. Ja, die finden wir alle noch im Dings. Da ist aber wieder so ein Bild. Mhm. Lumos. Fenster. Da haben wir hier nicht schon mal? Das ist, ja, ja. Aber die Sphinx aber nicht gefunden. Da sind wir ja hier so im Kreis gelaufen. Da ist wieder irgendein Vieh. Da geht's zum Hof, das weiß ich. Ja, genau. Lass dich immer so durch. Nee, ich glaube nicht. Aha. Irgendwas Ding gemacht. Ah, da rechts. Da, beim Fenster. An der Tür. Ne? Am Fenster. Merlin. Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesem Buntglasfenster sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauber ihrer Zeit zu sehen. Merlin in Blau. Genau, rechts die ganzen Grünläufer, ne, kurz. Und links. Stimmt. Gryffindor mit dem Schwert, Slytherin mit der Schlange, Ravenclaw. Der Hufflepuff mit ihrem Kelch. Genau. No. Was hält Ravenclaw, eine Schriftrolle? Die hat doch ihr Tiara, glaube ich. Was ist das? Tiara? Oh Gott, wie hieß sie noch? Ravona Ravenclaw aus dem letzten Film irgendwie. Das letzte. Richtig. Okay. Genau, das sieht aber ein bisschen so ähnlich aus wie das, was Merlin in der Hand hält, finde ich, so im ersten Moment. Oh. Ja, stimmt. Hm. Und wen haben wir hier? HC 1289. Keine Ahnung. Was ist denn WC? Keine Ahnung. Also ich kenne BC, das ist Before Christie, und das andere ist AC, oder? After Christie? Ja, genau. Ja. Oder ist das Witchcraft 1289? Ich glaube, guck mal hoch. Ich glaube, das ist die Tafelrunde. Naja, nicht Tafelrunde, aber sieht so ein bisschen so aus. König Artus. Aber es sind auch wieder Zauberer, keine Ahnung. Ja. Oh, da geht es um eine Schriftrolle, glaube ich, auch nochmal. Ja. Dann in der Mitte. Naja, gut, okay.
Revelio. Oh. Ah, guck, da ist der Flatterband. Ich glaube, wir müssen da durch die Tür durch. Da kommen wir aber nicht durch. Aber da ist der Flatterband. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, ja. Na gut. Oh, der steht da. Ich hab kurz gedacht, der trägt noch was anderes, aber mit dem können wir nicht reden. Nee. Der trägt ein Quidditch-Kostüm. Ja, genau. Ich hoffe, wir kriegen ja auch noch so ein Quidditch-Ding. Stimmt. Okay, dann markieren wir uns jetzt mal den Hauptquest, ja? Mhm. Weltzahnwidrigkeiten, okay. Vic wird sich für das Buch interessieren, das ich unter der verbotenen Abteilung gefunden habe. Ich sollte mit ihm sprechen. Okay, kurz. Ich war schon wieder Millionen Jahre an, seit wir da waren. Machen wir. Das ist der Astronomie-Wurm. Mhm. Ich glaube immer, die Flamme ist so halbwegs in der Nähe. Ja. Wenn wir dann jetzt angekommen sind, gleich nach diesem Ladebildschirm, dann können wir schon die erste Folge Pause einlegen für YouTube, weil wir sind schon bei 31 Minuten. Ach lol, wir sind wieder hier. Ja, super. Okay. Ach, guck mal, die Katze, die wir vorhin nicht gestreitet haben, die kommt sogar schon in unsere Richtung. Ja, ist ja okay. Hier so zum Abschluss der Folge einmal Katze knuddeln. Freunde, bedanke mich fürs Einschalten. Live-Zuschauer dürfen gerne dranbleiben, sofern da. Und für YouTube dann. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Mummel. Moss. Klar, dass er über dich hergefallen ist.